Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring. Es wird hier gerade schon inzwischen Nacht. Da müssen wir uns doch gleich mal kurz an den Ort der Gnade setzen und ein bisschen entspannen, bevor wir dann gleich weitermachen. Mach mal gerne bis zum nächsten Morgengrauen hier, ne? Ich habe keine Lust, im Dunkeln rumzulatschen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt bezüglich dieses einen leuchtenden Ortes, wo wir ja irgendwie angeblich eine Geste brauchen. Ich habe dazu jetzt nichts gefunden. Also offen, also I don't know. Im Internet habe ich jetzt nichts gefunden. Wenn da einer Näheres weiß, gerne in die Kommentare schmeißen. Ansonsten nehme ich das mal als abgehakt hin. Da ist halt dieser große Oktopus. Ein Skarabäus ist da, den haben wir aber schon gemacht. Oh je. Ein Wölfchen ist hier auch noch. Moin. Und mehr ist da nicht. Deswegen bin ich etwas verwirrt. Und ganz viele Fireflies sollen sich da auch in diesem Ort befinden. So. Okay, da unten ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob und wie man da hinkommt. Also da ist ein Gebiet. Mit Bäumen und so. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir da runterkommen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man durch die Katakomben durchlatschen muss, die hier irgendwo sind. Aber die haben wir schon gemacht. Insofern weiß ich erneut wieder nicht, was der Autor uns sagen wollte, als er dieser Karte dort diesen Punkt gemacht hat. Ah, guck mal, man kann da runter. Lass mal versuchen. Oh je, Mini. Abspringen voraus benötigt. Aber wie? Ach da, guck mal. Oh je. Oh. Okay. Abspringen voraus benötigt. Wohin? Auf dieses Teil da, meinst du? Oh Gott, 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 Gott. Also ich bin mir sicher. Bin mir überaus sicher, dass wir hier noch nicht waren. Oh nein. Oh Gott, wir haben es geschafft. Okay. Da bin ich jetzt ehrlich. Ich glaube, hier unten waren wir noch nie. Das ist, glaube ich, neu für uns. Da können wir mal uns ein bisschen umschauen. Ich bin mir sicher, dass ich hier noch nie runtergesprungen bin. Sieht das mal schön aus hier oder sieht das mal schön aus? Meine Herren. Da chillt irgendjemand rum. Ist der lieb? Ist der böse? Das ist einfach nur ein Sitz. Das ist einfach nur ein Stuhl. Da chillt wieder einer, der die Gegend genießt. Guck dir das an. Der chillaxt hier einfach nur. Und da der kein Item mehr hat, waren wir hier schon. Kopf versuchen, bitte. Was soll ich versuchen? Nee. Also dann waren wir vielleicht hier doch schon, weil normalerweise bei diesen sitzenden Leuten sind immer irgendwelche Items, da da nichts ist. Wow, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier vielleicht doch schon mal waren. Ui, was ist mit dir denn los? Sehr unhöflich, Bruder, das lassen wir mal bitte sein, danke. Dann scheinen wir hier doch schon mal gewesen zu sein. Sich der Autor mal wieder geirrt. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal in die andere Richtung. Einmal nochmal checken und dann machen wir gleich weiter. Oh. Leute, 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 bitte. Bitte ein bisschen entspannen, ja? Danke. Ja, ja, ich sehe dich, Bruder. Ich kann dich sehen. Du brauchst hier nicht wegrennen. Ich renne jetzt weg. Hat seine kleinen Beinchen in die Hand genommen, als er nämlich gesehen hat, dass seine ganzen Kumpels draufgegangen sind, dachte er sich, oh nö, sie ja, und hat ihr die Verlassung eingeleitet, ne? Ohne Erfolg. Ohne Erfolg. So ein paar Sonnenblümchen einsammeln, wenn wir schon dabei sind, ne? So. Hier waren wir schon, doch, doch. Es kommen Erinnerungen hoch. Es kommen mir Erinnerungen hoch, wie wir uns hier durch diese Steindinger durchgearbeitet haben. Überall sprangen diese Biester raus. Doch, doch, doch. Hier waren wir. Bin mir sehr, sehr sicher, dass wir hier waren. Upsala. Das geht nämlich, glaube ich, gleich ganz nach oben. Wir kommen gleich oben wieder raus. Doch, 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 doch. Tja, was hat der Autor da wieder uns mit sagen wollen? Vielleicht meinte er, ey, ist eine schöne Gegend. Schau dir das doch nochmal genauer an. Ja, dann sind wir wieder oben. Guck. Ich sag's doch. Na egal, gut, haben wir das auch gemacht.
So, dann kann die Markierung da. Uhr auch weg. So, was habe ich mir noch markiert? War hier nicht sogar noch irgendwo ein Ort der Gnade da? Auf diesem Ding ist angeblich noch ein Ort der Gnade, den wir nicht haben. Und den will ich natürlich haben. Die Frage ist, wie kommen wir da am besten hin? Ich glaube, wenn wir uns hierhin teleportieren und dann einfach an der Mauer da, an diesem Portal vorbeilaufen, dann können wir da lang springen und uns den wahrscheinlich holen. Vielleicht ist der auch unten drunter, aber ich glaube, er ist oben drauf. So, wir müssen nämlich jetzt einfach nicht durch dieses Portal laufen, sondern dran vorbei. So. Das geht nämlich. Und dann müssten wir das eigentlich finden können. Ah ne, ist kein Ort der Gnade, das ist so ein Baum. Aber den habe ich doch schon, oder? Hm. Ist das doch ein Ort der Gnade? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist zu hoch. Hashtag Realtalk. Ich glaube, das ist zu hoch. Das schaffen wir nicht. Guck mal, wie hoch das ist. Nee. Nee, 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 nee. Guck, der ist gestorben. Nee, das geht nicht. Da sehe ich auch nichts. Also vielleicht ist es unten drunter. Vielleicht ist es gar nicht oben drauf. Also wir können natürlich von der Seite auch. Nee, warte, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Komm. Lass uns mal hier zur Zaubererinsel gehen. Von dort aus nach unten reiten. Ich glaube, das Ding ist unten drunter. Wenn denn da noch was ist, dass es vielleicht unter der Brücke ist. Was auch immer ich da markiert habe. Weil oben drauf ist da nichts. Das sieht man ja auch. Da würde ja schon irgendwas leuchten. Ich glaube, unten drunter ist noch was. Ja, gerade keine Zeit jetzt hier. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da unter noch was versteckt ist. Da, guck. Unten drunter. Du ahnst es nicht. Ein Ort der Gnade. Da haben wir wirklich noch den einen oder anderen übersehen. Es ist krank. Und dabei waren wir ja schon so gründlich. Aber die Welt ist halt auch fucking groß, ne? Also wirklich. Unglaublich groß. Ja, dann chillen wir uns da doch erstmal hin. Den wollen wir jetzt auch genießen, den Ort, ne? Gut. Haben wir den. Dann kann diese Markierung auch weg. So, was hat der Fuchs denn noch markiert? Er war ja fleißig. Fleißig war er. Da ist noch irgendwas. Genau, da war ich mir nicht sicher, ob wir das ordentlich und ausgiebig erkundet haben. Ups. Läuft bei mir. Würde ich einfach sagen, gehen wir mal zu dieser Straße und dann schauen wir uns mal um. Da ist vielleicht ein Geheimgang oder so, ein Versteck, was ich vielleicht nicht gefunden habe. Da war ich mir einfach noch nicht sicher, aber ich glaube, da waren wir gründlich. Also ich erinnere mich doch noch sehr genau an dieses... Ach, wie schön das aussieht. Das ist irre. Blöde Zauberer. Ey, Leute. Moment. Komm ran. Hier waren nämlich überall Zauberer. Zauberer, Bruder, wo bist du gewesen in all diesen finsteren Jahren? Zauberer, Bruder. Kurz gucken, wo der hingeht. Da ist er. Ja. Hättest du wohl gerne, ne? Brauchst du gar nicht wegrennen, Bruder. Gar keinen Sinn, Junge. So. Hier gibt es nämlich irgendwo einen Geheimgang. Ja. Bleib mal schön hier, du. Hier vielleicht? Ich weiß halt nicht, ob wir den Geheimgang damals gefunden haben. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube aber schon. Wir waren da recht gründlich in... Oh, hallo. Ihr habt wunderschöne Augen. Ohne Spaß. Deswegen tut es mir sehr leid, dass ich euch platt machen muss. Ernsthaft. Ihr seht wirklich wunderschön aus. Sorry dafür. Hier, guck mal, da ist noch was. Ich glaube, wir hatten aber alles. Also... Der Autor wollte dann nur noch mal auf Nummer sicher gehen, aber ich bin mir sicher. Junge. Wie unhöflich. Los. Ich bin mir sicher, dass wir da gründlich waren.
Schön, du, oder? Guckt euch das an, du. Gut, okay, die Markierung können wir, glaube ich, wegmachen. Also da... Da hatten wir seinerzeit alles gefunden. Okay. So, in der Hauptstadt, weiß ich noch, da habe ich nämlich ganz viel markiert. Da haben wir wohl sehr, sehr viele Orte der Gnade übersehen. Die würde ich aber als allerletztes machen, weil ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt noch in der Form erreichbar sind, wie sie damals waren. Deswegen lass uns mal erstmal hier gucken. Hier ist noch was. Da bin ich mir nicht sicher, ob das oben drauf oder unten drunter ist. Ne? Das kann jetzt alles Mögliche sein. Da würde ich vorschlagen, gehen wir einfach vom Aussichtshügel da mal runter. Hier ist auch noch was, guck mal. Hier habe ich nämlich, glaube ich, noch einen ganzen Ort übersehen, der sich hier noch befindet. Hier ist innen drinnen noch was. Da oben war doch noch irgendwo was, oder? Nein, wir fangen erstmal hier an. Gehen wir erstmal gucken, was da ist. Also gehen wir mal vom Aussichtshügel des Erdenbaums. Gehen wir da mal ganz geschmeidig und entspannt hinab und gucken mal, was da noch so lauert. Wäre so in diese Richtung. Da müssen wir, glaube ich, drumherum gehen. Oh. Das ist, glaube ich, eines meiner liebsten Gebiete hier gewesen. Hallo, moin. Ich will euch ja gar nicht stören bei was auch immer ihr hier macht. Boden rumwühlen, gönnt euch. Ihr müsst da einmal vom Aussichtspunkt weg. Gehen wir mal da lang. Hier ist der Keulenmann. Hallo. Hey, der ist ausgewichen. Unfassbar. Na, ihr zwei. Ach, der letzte hat noch gesessen, du. Junge, Junge, Junge. Blitzsichere Trockenleber. Na, immer her damit. Okay, wir müssen, glaube ich, doch nach oben. Wenn wir dahin gucken, da waren wir ja schon gründlich. Genau, das waren, ja, da kam man mit dem Fahrstuhl hoch und ist dann hier lang gelatscht. Ich erinnere mich. Okay, wir müssen doch weiter hoch. Wir müssen irgendwie da oben lang. Denn meine Markierung ist in diese Richtung. Wir könnten natürlich auch von hier aus losgehen. Lass mal zur Kreuzung gehen. Wenn wir da dem Weg folgen und dann seitlich hochgehen, ist, glaube ich, einfacher, als hier durch den ganzen Geschisse durchzulatschen. Ich glaube, die Kreuzung ist doch ein saferer Bett. Lass uns mal da lang gehen. Das ist der bessere Weg. Ich sag euch das. Ich fühle das richtig. So, müssen wir nämlich dann in diese Richtung. Ja, da vorne kann man es auch schon sehen. Oh, altes Plateau. Das war mal der Ort, wo es mit Raytracing so ein bisschen gelitten hat. Aber ich habe inzwischen eine 4090. Eigentlich sollte es inzwischen gehen. Aber man weiß es ja nie, ne? Ein dicker Ritter. Den ignorieren wir mal weg. Man muss nicht alles verprügeln, was man sieht. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Oh, ist das was schön, du. Oh, ich... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll ich Bock habe, mit euch die neuen Gebiete und so zu erkunden. Neue Gegner. Wenn wieder Legacy Dungeons am Start sind oder Co-op Dungeons, also Dungeons, die im Co-op möglich sind, werden wir natürlich, weil die Frage wird ja aufkommen, der gute Terra und der gute Andrusus, die sind wieder herzlichst eingeladen. Schatzi ist bestimmt auch mal für den einen oder anderen Run mit am Start. Also wir werden hier auf jeden Fall auch Co-op spielen zwischendrin. Da gibt es ja einige, die das so überhaupt nicht abkönnen, aber... All diejenigen, die es so wie ich cool finden, weil es halt einfach auch bockt, die werden da ihre Freude mit haben. Ach, zwei dicke Biester. Ich versuche die mal wegzuignorieren, die dicken da. Die kommen, glaube ich, auch immer wieder, deswegen die kannst du nicht endgültig besiegen. Die kommen immer wieder. Das ist so ihr Ding. Ach, was ist denn was schön, du? Mal schauen, was uns da oben erwartet. Was hat der Fuchs sich da markiert? Oh, ein Ort der Gnade. Du ahnst es nicht. Da ist echt noch einer. Verrückt. Ja, moin. War ich da hinten? Ja, ne? Ja, das ist der Fahrstuhl, wo man hochkommt. Alles klar. Gut. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Kann das weg. Dann, was habe ich mir noch markiert? Hier habe ich was markiert und zwar unten. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Latschen wir hin.
Wahrscheinlich ein weiterer Ort der Gnade. Ich habe ein paar halt übersehen gehabt, ne? Ihr seht's ja. Der ein oder andere Ort der Gnade ist ein bisschen flöten gegangen. Oh. Verrückt, du. Bin mal gespannt, was nach Elden Ring kommt, ne? Was werden sie wohl als nächstes machen? Es wird halt wirklich, es wird super schwer. Da halt noch irgendwie jetzt, also Elden Ring hat halt hardcore vorgelegt, ne? Da musst du erstmal, oh je, das ist ein dicker Ritter. Bin ich nicht aufgepasst. Da musst du erstmal jetzt irgendwie was Vergleichbares wieder schaffen, also das ist halt in so vielen Belangen ist das herausragend gut. Vom Art-Design, vom Level-Design, vom World-Building. Von allem. Es ist eigentlich durchweg geil. Ist einfach durchweg geil. Und da jetzt etwas Vergleichbares oder gar noch Besseres zu schaffen, da noch eine Schippe draufzusetzen, ich bin gespannt, ob denen das gelingt. Und wenn ja, wie, ne? Also was werden sie machen? Was wird als nächstes kommen? Was wird uns erwarten? Aber ich denke, auf das nächste Game werden wir auch noch eine Weile warten müssen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, moin, Bruder. Was macht ihr hier? Chillt ihr hier so rum? Also ich habe hier eine Markierung gesetzt. Ich weiß nicht wofür. Hier ist zumindest nichts. Vielleicht kann man da seitlich in eine Höhle rein. Vielleicht war das damit gemeint. Dann geht es auf jeden Fall lang, aber da sind wir ja schon. Uppala. Mach die mal wieder weg. Da sind wir ja schon mal durchgelaufen, oder? Ja. Das war ja nur so eine Abkürzungskiste. Da weiß ich mal wieder nicht, was der Autor uns sagen wollte. Ah, Gott. Da vorne habe ich gerade ein Item zum Einsammeln gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Ich checke nochmal, aber mir wäre so, als wären wir hier schon mal gewesen. Man kommt dann da hinten raus. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist da noch mal eine Höhle. Lass nochmal wieder zurückgehen. Das sieht so ein bisschen aus, als könnte auf der anderen Seite doch irgendwie eine Art Höhle oder sowas sein. Vielleicht muss ich in die andere Richtung ein bisschen gehen. Lass mal checken. Der Baum steht in Flammen. Wir sind auf jeden Fall Gegner. Ich mach jetzt erstmal weg. Und Rams. Oh, der Alter. Kollege merkt gar nichts, Alter. Er merkt einfach nichts. Was ist hier los? Was ist passiert? Du, deine ganzen Kollegen sind gerade hinter dir verreckt. Alle auf einmal. Bis auf einer. Der stand ein bisschen zu weit seitlich. Der Kollege merkt gar nichts. Ist da jetzt noch eine Höhle oder was? Ist da irgendwas von Interesse? Nee, sieht nie so aus. Ich weiß nicht, was ich mir da markiert habe, aber ich finde es auf jeden Fall nicht. Insofern, meine Lieben, ich gucke jetzt eben noch ein paar Meter hier weiter, ob da vielleicht doch noch irgendwas ist. Manchmal ist es ja ein bisschen off, aber nee. Gut, dann mache ich die mal einfach wieder weg. Vielleicht war das damit gemeint, aber die haben wir ja. Also insofern entferne ich das mal wieder und wir machen weiter. Die Stadt, wie gesagt, hier seht ihr, da haben wir ganz viel Zeug übersehen an Schnellreisepunkten. Keine Ahnung, ob man die noch kriegen kann. Das machen wir ganz zum Schluss. Lass uns mal hier hingehen. Hier war, glaube ich, einfach nur irgendwie was, was aussah wie eine Stadt. Oder halt wie eine Ortschaft oder sowas. Da könnte man ja mal gucken, was da ist. Ist auch viel einfach nur noch mal ein bisschen gucken, wo man so auf der Map Dinge sieht, die so aussehen, als könnte das irgendwie eine kleine Siedlung oder sowas gewesen sein. Und da habe ich dann auch immer so Marker der Interesse gesetzt. Okay, wir sind ganz unten. Das ist natürlich richtig scheiße. Das ist doof, dann nehmen wir doch lieber den, weil wir sind jetzt unten und wir müssen aber oben sein. Also nehmen wir lieber oben und reiten ein bisschen mit dem Pferdchen. Das muss ja auch ein bisschen ausgeritten werden, ne? So ist ja nicht. Dann müssen wir einfach in diese Richtung und wir gehen das am besten schnell, bevor die meinen, die müssen hier kommen. Da nehmen wir immer noch Party, ne? Die sind nur noch am Dancen, du. Da ist immer noch gute Stimmung, wie damals seinerzeit. Richtig gute Laune haben die. Man muss sich nicht unbedingt immer von allem die Laune verderben lassen, ne? Man kann auch mal ein bisschen Spaß haben, auch wenn die Welt hier so aussieht, wie sie hier aussieht. Ja, ihr seht das auf jeden Fall. Da ist eine Mühle am Start, ne? Also, da ist was. Bin mir sicher.
Eine Runde hier eben. Bam, 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 bam. So. Entschuldigung, Leute. Ihr, ich weiß, ihr wolltet hier nur ein bisschen spazieren, aber ihr seht... Ich war halt im Weg, ne? Was soll ich denn machen? Hier waren wir schon mal, das weiß ich noch. Aber die Mühle da hinten. Das ist noch ein kleiner See. Kleiner See. Aua, was ist jetzt passiert? Irgendwas Dickes greift mich an. Hat sogar ein bisschen Druck. Wer ist das hier? Das ist unfein. Moin. Mit einem Hammer. Hat einen dicken Hammer am Start. Junge, was ist mit dir denn los? Okay. Gönn dir. Man muss auch mal einen Hammer haben, ne? Kriegsmagier-Robe. Kriegsmagier-Manschetten. Kriegsmagier-Beinwickel. Also tatsächlich jemand, den hatten wir noch nicht. Nice. Der kleine Ausflug hat sich jetzt schon gelohnt. Alleine schon wegen den Klamotten. Hier ist eine Fettratte. Die bumsen wir jetzt einfach so weg. Und ihre kleine Babyratte. Fettratte und Babyratte. So, und die letzten Meters vom Ziel gehen wir jetzt zu Fuß. Westliche Windmühlenweide. Haha, guck, waren wir echt noch nicht. Dann mache ich die Markierung mal weg und dann schauen wir uns mal um in der westlichen Windmühlenweide. Bei den anderen waren, glaube ich, jedes Mal mal so ein kleiner Mini-Boss mit so einer Maske. Wisst ihr noch, mit diesen weißen Stoffmasken. Diese Scalper oder wie die da hießen, waren noch da am Start. Aber ich glaube, hier sind einfach nur Ratten. Nur Mäuse. Eine Menge Mäuse. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet, Alter. Hoi, hoi, hoi. Riesenratten Asche. Ich habe erst Tasche gelesen. Ratte! Oh, Ratte! Hier sind noch mehr Ratten. Kleine Ratten. Moin! Oh. Nee. Die faulen auch so seitlich durch, ne? Richtig eklig. Richtig eklig sind die. Seitlich am Wegschimmeln, die Boys and Girls. So, immer bei der Windmühle nochmal gucken. Bei Windmühlen direkt immer Ocarina of Time, ne? Hymne des Sturms. Läuft bei mir. Ist hier noch jemand? Keine verborgene Pfad voraus. Ja, ich glaub dir nicht. Ich guck mich lieber nochmal um. Man weiß ja nie, ob sich nicht hinter so einer Mühle noch was befindet. Tut sich aber nicht. Aber es ist ein guter Ort für einen schönen Screenshot, hätte ich gesagt, oder? Guck mal hier. Ah ne, wir müssen uns anders hinstellen. Ich brauche noch ein schönes Thumbnail. Und die Mühle, die holt mich halt ab, ne? So eine Mühle. So eine schöne Mühle. Why not? Stellen wir uns doch so hier hin. Hier. Da. Ist noch zu nah. So. So ist geil. Dong. Die Mühle. Okay, meine Lieben. Dann haben wir das auch schon gemacht. Schauen wir mal weiter. Was hat der Fuchs noch markiert? Hier ist noch irgendwas. Ah, da waren, glaube ich, das ist, glaube ich, ein bisschen eklig, weil hier so ein kleines Lager war. Das habe ich mir wohl damals nicht doll genug angesehen. Das heißt, wir gehen mal hier zum Außenwall, arbeiten uns aus dem Außenwall raus und dann gucken wir mal in Richtung des Lagers, was da ist. Da sind, glaube ich, einfach ganz viele Gegner, die sich da so eine kleine Befestigung aufgebaut haben. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Deswegen müssen wir einfach nur ein paar Gegner kloppen und dann finden wir da bestimmt noch irgendein Item oder sowas. Irgendwas ist da bestimmt. Ich weiß nicht, warum ich es mir markiert habe. Vermutlich ist da sogar eine kleine Siedlung oder so, die noch auf meiner Karte nicht angezeigt wurde. Deswegen gehen wir mal einfach gemütlich gucken, ne? Kein Stress, keine Eile, keine Hektik. Wir machen das gemütlich. Und ihr seht hier nämlich schon die ganzen Angriffsbanner. Hier ist halt Party, ne? Hier ist ein bisschen Stress und Party ist hier. Wobei, das ist auch ein schönes... Wäre auch ein schönes Thumbnail, oder? Ah, mal gucken. Gehen wir mal vorsichtig gucken. Vielleicht sind die auch alle schon tot hier. Ne, da chillen sie. Da wird gechillt. Moin. Junge, bleib mal entspannt. Was ist ein Problem denn hier? Richtig Stress, die Leute. Boings. Hier was versteckt? Hätte ja sein können. Judy. Meine Lieben, bevor wir jetzt hier krass weitergehen in die nächste Richtung, ne?
machen wir an dieser Stelle, würde ich sagen, einen kleinen, ganz muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.